Aber Nadia! Was willst du, Alter? Steig aus, du Hund! Also, meine Herren, es kann doch nicht sein, dass Sie als Polizeiofficer schon wieder im Halteverbot stehen. Passen Sie auf! Passen Sie auf, was Sie sagen! Herr Officer Shepard, das kann doch nicht sein! Ach, scheiße! Dass Sie als Vorbildfunktion zum dritten Mal in Folge falsch parken! Ich werde das Bußgeld sofort entrichten! An mich bitte! Ja! Ich leite das weiter an den Sichter! Ja, das wäre lieb! Ja, ist kein Problem, aber Moment! Wie die letzten drei Male. Ja. Ich muss mal kurz durchfunken. Moment. Ja. Herr Officer Shepard. 99 an Leitstelle, bitte. Herzlichen Korb. Wie hoch ist das Bußgeld für Falschparken? $250. Als Kunde mein Telefon klingelt. So, meine Damen. Ja, bitte erzählen. Ja. Leck des Todes, ja. Deswegen höre ich auch gleich auf. Okay. Es macht gerade keinen Sinn. So blöd es ist, ich habe eigentlich Bock, aber es macht keinen Sinn. Es tut mir auch unfassbar leid, aber... Wir haben mit niemandem Problem gehabt. Nee, alles gut. Ich kann dagegen nichts machen. Es pegelt sich irgendwann wieder ein, 22, 23 Uhr, aber vorher... Ja, danke dafür erstmal, aber nee. Kann ich nicht machen. Aber danke für die Info, ja. Danke ebenso, ciao. 99 an Leitstelle, danke. Herr Shepard. Ja. Das Bußgeld beträgt $250. Oh. Und das ist ja das dritte Mal in Folge. So sind wir bei $750. Plus Ihr Nicht-Einsehen in Höhe von $250 ist das insgesamt $1000. Oh. Ja, also bin aktuell knapp bei Kasse. Dann würde ich Sie bitten auszusteigen, dann müssen Sie. Ja, dann rechnen wir das um in Haftstrafe. In Haftstrafe. Genau. Oh. Wie lange muss ich denn bei $1000 sitzen? Ja, im Moment. Ja, die 098 für heute ab, aufgrund dauerhafter Kopfschmerzen. 99 an Leitstelle, also willkommen. Hört sie, Korb. Dankeschön, 08 Ende. Können Sie mal einmal bitte umrechnen, $1000 in Haftzeit? Ja, dauert einen ganz kurzen Moment, Korb. 09 von der 35. 09, halt, kommen Sie. Haben Sie aktuell einen Wegpunkt bei Ihnen auf der Karte markiert, komm? 99, das ungerechnete Strafmaß beträgt, 10 haben Sie jetzt Monate. Einen Wegpunkt bei Ihnen auf der Karte markiert, komm? Ja, können wir auch 12 komm. Monate draus machen? Ja, dann komm. Funktioniert. Wenn der unkooperativ super, ist, können Sie ihn auf 50 geben, komm? Vielen Dank, Leitstelle. Herr Shepard. Ja. Umgerechnet sind das 36 Monate insgesamt. Eieiei. Ach, aje. Aber was bin ich denn da jetzt gestoßen? Ja, das ist komplett uneinsichtig und unkooperativ. Hm. Und dementsprechend können wir dann mal eventuell, wenn Sie ganz lieb und nett einmal Entschuldigung sagen, auf 30 Monate runter. Aber ja. Mehr geht leider nicht, Herr Shepard. Okay, es tut mir wirklich leid, dass ich hier auf dem Bürgersteig parke. Dabei bin ich nicht mal der Fahrer. Der Kollege müsste dafür haften. Ja, dann können wir die 30 Monate durch 2 teilen, das heißt jeder von Ihnen sitzt 15 Monate. Ja, das ist ja supi. Wenn ich jetzt noch jemanden, hätte hier im Fahrzeug, dann würde man das dann durch 3 teilen? Nee, 2 ist Maximum. Maximum, genau. So, dann würde ich mal kurz eine... Ja, Sekunde. 99 an Leitstelle, bitte kommen. Hört sich, komm. Ich bräuchte bitte nochmal 2 Fahrzeuge, damit wir die 2 Herren hier abtransportieren kommen. Ja, ich schicke Ihnen 2 Verfügbarkeiten, komm. Herr Shepard! Moin, moin. Herr Agent Stan, können Sie sich mal bitte ein bisschen zurückhalten? Entschuldigung. Vielen Dank. So, Herr Shepard. Ja. Wie heißt Ihr Kollege daneben? Ja, das ist, Corby. Herr Corby. Herr Corby. Richtig. So, meine Kollegen kommen gleich und sie werden hier abtransportiert. Oh. Ich hoffe nicht, dass wir sie tasern müssen oder irgendwas anderes. Nein. Das hoffe ich auch nicht. Oh Gott! Machen Sie mal den Kofferraum. Das Motorrad explodiert, was da drin ist. Wie? Ich hab da nichts drin. Ja, sicher? Selbstverständlich, ich hab gerade Steine gemacht. Ist der ich hab hier einen richterlichen Beschluss, ja, ach. Dass wir da mal reinschauen dürfen. Okay, ja. Komm. Okay, sag ihm Bescheid, komm. Ja. Agents, checken Sie das mal bitte. Okay. Bevor ich hier den Taser
rausholen muss und einen auf Officer Hardy machen muss. Danke. Ja, dann schauen Sie doch mal nach. Kofferraum ist leer. Ist leer, okay. Ja, Waffen sind auch keine drin. Ja, bitte. Habt ihr aber nochmal Glück gehabt. Ja. Ja, der Herr Shepard ist nochmal sehr kooperativ. Ich kenne den aus der Vergangenheit. Nein, das, ja, das ist nicht bei der Polizei. Ja, wir haben schon getroffen. Das ja, ist ja, gerade einfach sehr gut zusammengearbeitet. Er war immer sehr kooperativ. Herr Shepard! Ja? Aufgrund vieler Einsätze, die wir jetzt derzeit haben, würde ich Sie jetzt mal mit einer Verwarnung davonkommen lassen. Okay, das ist nett. Kollegen. Nächstes Mal geht das nicht so glimpflich für Sie. Okay. Aus. Ja, das kann ich verstehen. Gut. An dieser Stelle, Herr Shepard, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Ja. Angenehme Schicht, immer gut. Schönen Abend, ihr. Ja, ciao, ciao. Das ist nur Spaß gerade. 99 an Leitstelle. Hört TK. Ja, das Ding ist durch. Hab ich noch mitkommen? Machen Sie bitte einen Donut und einen Kaffee für mich fertig, ich komme jetzt zum PD. Jawohl, Sir. Danke. Komm. Ich finde den cool, der, der macht cooles RP. Ja, passiert jetzt hier noch was?